Hallo, meine lieben Ananäschen und willkommen zurück bei Sweet Amores Schulleben. Wir haben das letzte Mal Episode 24 Haarige Freunde beendet. Da sind wir Castiel ein ganz klein bisschen näher gekommen, weil wir so eine Art Date hatten. Und heute geht es weiter in Episode 25 Chemische Reaktionen. Ihr bekommt eine neue Chemielehrerin. In ihrem Unterricht gibt es nichts zu lachen. Wer wird dein Partner für die Experimente? Uhuhu. Und wir bekommen wieder AP geschenkt. Das möchte ich zum Anlass nehmen und euch einmal hier den Sommershop noch präsentieren. Denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Sweet Amores wird bald enden. Beziehungsweise auch neu anfangen. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Ich denke, dass das, so wie wir es kennen, weiterhin bestehen bleibt, denn wir können jetzt nochmal alle möglichen Sachen nachkaufen, die wir über die letzten Events halt nicht kaufen konnten. Und dabei wollte ich euch darauf hinweisen, dass das sowohl Beziehungsleben als auch Campusleben als auch Schulleben betrifft. Also, solltet ihr eventuell das Spiel erst deutlich später angefangen haben, als es rauskam oder so, dann habt ihr jetzt nochmal die letzte einmalige Gelegenheit, bis, es sind noch 16 Tage, bis zum 31. August, diese Teile in diesem Sommershop zu kaufen. Das heißt, ihr könnt euch die letzten Eventbilder holen, beziehungsweise die ersten Eventbilder. Ihr seht, ich habe hier diesen Account erst sehr spät begonnen. Das heißt, da war Schulleben quasi schon lange zu Ende. Und dementsprechend habe ich aus Schulleben halt gar keine Bilder. Genauso wenig wie irgendwelche Haare aus den Events und so weiter und so fort. Was ich euch aber auch sagen wollte, mir ist es jetzt noch nicht bei anderen Sachen aufgefallen, aber ihr könnt bei der Kategorie Hautfarben diese hier, die sind allerdings alle mit seltsamen Nasen verbunden, keine Ahnung wieso, könnt ihr alle kostenlos bekommen. Ich weiß nicht, ob das so bekannt war, da sind unter anderem auch so ein bisschen so bärige, hundige Nasen bei, schweinige Nasen, also das sind alles sehr, sehr seltsame Nasen. Oder auch keine, ihr könnt auch Lord Voldemort sein. Und diese könnt ihr, wie gesagt, vollkommen kostenlos erstehen. Das heißt, solltet ihr diese nicht haben, lohnt sich das auf jeden Fall für euch. Ihr müsst da quasi keinen einzigen Cent für ausgeben. Und könnt euch die alle gönnen. So, das ist das einzige Item, was mir bisher aufgefallen ist, was kostenlos war. Alle anderen kosten was. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es nicht so ist. Wie gesagt, das ist das einzige, was mir aufgefallen ist. Es kann durchaus sein, dass da noch andere bei sind, die man kostenlos bekommen kann. Genau. Oha. What the fuck? Das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Es gibt hier Waffen. Okay. Also ich muss sagen, dass die Items im Schulleben deutlich, deutlich gewagter waren als sie es später in Campusleben und in Beziehungsleben waren. Oder hat man da etwa einen blutigen Baseballschläger oder eine blutige Kettensäge bekommen? Also ja. Schaut gerne durch, ihr habt noch 16 Tage Zeit, das Ganze zu machen, beziehungsweise das Video wird am Donnerstag online kommen. Das heißt, ihr habt dann noch 13 Tage, um das zu machen. Einige Sachen kosten Gold, ich glaube, andere Sachen kosten auch AP, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder war das alles nur Gold? Kann auch sein, dass es bei Campusleben so war. Ah nee, die Bilder kosten AP. Okay, ja, alles klar. Dadurch, dass ihr natürlich auch fürs Beenden dieser Events letztendlich ja AP ausgeben musstet. Und deswegen ist es durchaus legitim, dass es AP kostet. So,
Damit wäre das abgehakt. Ich gehe zurück in die Schule. Ich habe meine 300 AP eingesackt und für uns geht's los in Episode 25. Und dann schauen wir uns mal die neue Chemielehrerin genauer an. Ich muss hier irgendwie noch so ein bisschen aufräumen, ohne dass mir alles um die Ohren fliegt. Mein Schreibtisch ist extrem unaufgeräumt, müsst ihr wissen. Extrem unaufgeräumt. Seit die Direktorin die Ankunft der neuen Chemielehrerin angekündigt hat, sind ein paar Tage vergangen. Und heute haben wir zum ersten Mal bei ihr Unterricht. Ich bin schon gespannt und habe irgendwie auch ein bisschen Bammel. Ich muss in den Bioraum gehen, dort findet auch der Chemieunterricht statt. Macht irgendwie Sinn. Hey Rosa, kommst du nicht zum Unterricht? Ich habe wohl keine andere Wahl, aber ich mag Chemie nicht besonders. Ach komm schon, mach nicht so ein Gesicht, vielleicht ist die Lehrerin ja ganz nett. No. Ich glaube nicht, dass mich das dazu bringen wird, meine Meinung zu dem Fach zu ändern. Naja, kann schon sein. Komm, wir gehen. Wir sollten in der ersten Unterrichtsstunde nicht gleich zu spät kommen. Das ist wohl wahr. Ich habe den Biochemieraum zusammen mit Rosa betreten. Sie wollte sich unbedingt ganz nach hinten setzen. Ich habe mich neben sie gesetzt. Auch alle anderen Schüler waren da. Das ist schon mal gut, dass keiner zu spät da hinkommt. Oh ja, sie sieht super nett aus. Die Direktorin betrat den Raum in Begleitung einer Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Hallo zusammen, darf ich vorstellen? Mrs. Delaney. Delaney, eure neue Lehrerin. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe schon viel von eurer Klasse gehört. Meinst du, das bedeutet was Gutes? Ich weiß nicht. Miss Delaney hat einen sehr guten Ruf. Sie wird euch sicher viel beibringen. Aha, natürlich. Dafür bin ich schließlich da. Wow, kein Vergleich zu Mr. Ferresse. Sie wirkt richtig selbstbewusst. Dann lasse ich euch mal arbeiten. Einen schönen Tag. Sobald die Direktorin die Tür hinter sich geschlossen hatte, trat eine gespenstische Stille ein. Sieht aus, als hätte diese Lehrerin eine natürliche Autorität, die die Schüler sofort verstummen lässt. Sogar Amber und ihre Freundinnen hörten auf zu quatschen. Gut, ausnahmsweise könnt ihr für heute noch einmal an dem Platz sitzen bleiben, den ihr gewählt habt. Da die Gruppenarbeit aber bei chemischen Experimenten von großer Bedeutung ist, werdet ihr ab dem nächsten Mal neben einem passenden Teampartner sitzen. Okay. Bedeutet was? Teampartner? Ja, was machen wir denn für verblüffte Gesichter? Stimmt etwas nicht? Nee, alles gut. Es dauerte einen Moment, bis sich jemand dazu entschloss, auf die Frage zu antworten. Was ist denn mit einem passenden Teampartner gemeint? Wahrscheinlich ein schlechter, ein guter oder so, ha? Miss Delaney zog erstaunt eine Augenbraue hoch. Hast du etwa im Deutschunterricht nicht aufgepasst, junger Mann? Armin starrte sie mit offenem Mund an. Ich glaube, mit so einer Antwort hatte er nicht gerechnet. Das Problem ist nicht die wörtliche Bedeutung des Ausdrucks, sondern vielmehr, was Sie damit meinen, Miss Delaney. Wovon hängt das Wort passend ab? Das ist ganz einfach. Ihr werdet dazu einen Test beantworten. Und zwar jetzt gleich. Okay. Ich lese gerade, je nach Auswahl der Antworten bekommt man einen anderen Teampartner. I've had just enough time. I shall don't know my mother. She's no safe with you. And she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be now. The sharp knife of the short life. Well, I've had just enough time. Okay. Okay.
Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich musste mich gerade etwas runtersingen. Ich hoffe, das soll ein Scherz sein. Ich glaube nicht, dass das ein Scherz ist, Amber. Ruhe! Amber und ihre Freundinnen waren sofort still. Man hatte den Eindruck, sie wären auf ihren Stühlen zusammengeschrumpft. Oha. Dieser Test dient dazu, gleichzeitig eure Kenntnisse in Chemie und eure Charaktereigenschaften einzuordnen. So kann ich meinen Unterrichtsstoff besser planen und dabei auch eure individuellen Eigenschaften berücksichtigen. Ich werde jedem von euch einen Teampartner zuteilen, der euch hoffentlich in diesem Fach weiterbringen wird. War das klar genug? Ihre Methode ist ein bisschen merkwürdig. Alle wirkten vollkommen verdutzt. Charlotte hob die Hand. Ja, bitte. Das ist irgendwie seltsam. Heißt es, wir können uns nicht aussuchen, neben wem wir sitzen möchten und landen neben irgendjemandem? Nein, nicht neben irgendjemandem, sondern neben der Person, mit der ihr am besten zusammenarbeiten werdet. Und wir können uns im gesamten Schuljahr nicht umsetzen. Solange eure Noten durch die Teamarbeit nicht im Keller landen? Nein. Aber das beurteile allein ich. Aha, okay. Sie meint es wirklich ernst. Da kann der Chemieunterricht ja heiter werden. Fehlt nur noch, dass ich plötzlich neben Amber oder Carla sitze. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oder Charlotte oder Lee. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt durch die Antworten neben einer männlichen Person landen können. Aber okay, gucken wir einfach. Nachdem nun alles gesagt ist, können wir mit dem Test beginnen. Natürlich wird er nicht benotet. Er dient in erster Linie dazu, dass ich euch kennenlerne. Sie hat damit begonnen, Fotokopien auszuteilen. Rosalia hat mich entsetzt angesehen. Ich hatte plötzlich ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Dieser Test verheißt absolut nichts Gutes. Diese Sache ist echt bescheuert. So einen stressigen Unterricht halte ich nicht aus, wenn ich dazu noch eine schreckliche Sitznachbarin habe. Meine Damen. Ups, sie redet mit uns. Ja? Ich bin nicht sicher, ob die letzte Reihe der geeignete Platz für euch ist. Genießt es heute ein letztes Mal, denn nächste Woche sitzt ihr mit Sicherheit woanders. Ich musste schlucken, als sie die letzten Fotokopien auf unseren Tisch legte. Aber sehr konsequent, das muss man sagen. Und beeilt euch ein bisschen, die Fragen sind schließlich nicht kompliziert. Und wir wollen schließlich auch noch Unterricht machen. Ich habe auf das Blatt gesehen. Na dann mal los. Ach du Scheiße. Für welches chemische Element steht das Elementsymbol Ag im Periodensystem? Das müsste. Ich weiß nie, wie das wirklich heißt. Au. Ah. Also es ist Silber, das kann ich schon mal sagen. Argon hat Ar. Ich würde aber trotzdem gerade gerne wissen, was. AG ausgesprochen bedeutet. Ach, komm schon. Ja, toll. Ich gucke das gerade im Internet nach, Leute. Also nicht, dass ihr euch wundert. Silber, Chemie. Was ist Silber, Chemie? Silber in der Chemie. Münzmetall. Ja, darf ich vielleicht auch wissen, was das heißt? Kupfergruppe, das Element ist für Argentum. So ist das. So. Also es ist Silber auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, was jetzt hier passieren wird. Wer hat den Bunsenbrenner erfunden? Achso, Entschuldigung. Also das chemische Element Ag steht für Argon, Silber oder Seborgium. Seborgium gibt es meines Wissens nach gar nicht. Aber ich will jetzt auch nicht lügen. Also, wer hat den Bunsenbrenner erfunden?
Peter de Saga, Robert Wilhelm Bunsen oder Michael Faraday? Faraday hat den Faradayschen Käfig auf jeden Fall erfunden. Ich hätte jetzt gesagt, das ist immer der, der das auch im Namen trägt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich schaue gerade auch parallel nach, weil ich neben Rosalia sitzen möchte. Und es gibt offenbar Antwortmöglichkeiten für Melody, Rosalia und Kim. Ich gehe mal davon aus, je enger man an denjenigen dran, also an die Antworten drankommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man neben dem sitzt. Für Rosalia muss ich jetzt Faraday wählen. Ich weiß aber nicht, ob Bunsen richtig gewesen wäre. Was ist ein Ion? Ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül, eine Verbindung aus mehreren identischen oder unterschiedlichen Atomen, die zusammen eine elektrisch neutrale Ladung haben. Ein missglücktes chemisches Experiment. Okay, also das Letzte kann ich ausschließen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also das muss ich auch dazu sagen. Ich bin jetzt nicht die schlechteste in Chemie gewesen, aber es ist auch schon sehr lange her. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die Antwort wisst. Ich bin aber relativ sicher, dass ein Ion nicht neutral ist. Weil Ionen, also wer das kennt, hier Ionen, Föhne oder Glätteisen oder keine Ahnung was, sind eigentlich dafür da, die elektrische Ladung in unseren Haaren zum Beispiel umzukehren, damit die eben nicht fliegen. Und deswegen müsste es elektrisch geladen sein. Das ist in dem Fall für Rosalia auch die richtige Antwort. Ob das jetzt in der Realität die richtige Antwort ist, weiß ich nicht. Zu 100%, aber ich denke schon. Die Elektronenformel dient dazu, die Farbe der Elektronen zu definieren, die Ladung der Elektronen zu beschreiben oder die Anordnung der Atome in Molekülen darzustellen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Die Antwort für Rosalia wäre die letzte Elektronenformel. Also ich meine, dass das so wäre, dass... Naja, also ich weiß es nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass Atome halt unterschiedliche Schalen haben und dass auf den Schalen jeweils Elektronen sitzen und dass bestimmte Schalen nur bestimmte Anzahlen an Elektronen aufnehmen können. Zum Beispiel auf der ersten Schale können, glaube ich, nur zwei sitzen. Dann werden es halt immer mehr. Also je nachdem, welches Atom. Und wenn sich Moleküle bilden, dann teilen die sich auf der äußersten Schale halt jeweils Elektronen. Und ob das jetzt aber heißt, dass das die Anordnung ist oder ob das die Ladung der Elektronen beschreibt, das weiß ich nicht. Also ich habe von der Elektronenformel noch nie gehört. Welche der folgenden Eigenschaften zeichnet dich aus? Mein Sinn für Humor, mein Einfühlungsvermögen oder meine Ernsthaftigkeit? Ich würde tatsächlich sagen, für mich persönlich, wenn ich mich beschreiben müsste, wäre es mein Einfühlungsvermögen. Für Rosalia muss ich allerdings die Ernsthaftigkeit wählen. Wie groß ist deine Motivation für diesen Unterricht? Okay, eigentlich wäre es bei mir mehr als 50%. Für Rosalia sind es etwa 50%. Welche Art von Farben magst du am liebsten? Warme, neutrale oder kühle Farben? Kann ich tatsächlich gar nicht so wirklich definieren. Theoretisch müsste ich neutral wählen, weil die Farben, die ich mag, sich gegenseitig aufheben. Denn meine Lieblingsfarben sind ein sehr, sehr, sehr kühles, helles Eisblau, ein sattes, dunkles Sonnenuntergangsorange, ein schönes, dunkles Bordeaux-Rot, wobei also mehr rötlich als pinklich. Und ein schönes, sattes Grün, so ein richtig schönes, dunkles Waldgrün.
und ein Petrol. Also ich mag insgesamt die ganze Palette von Türkis bis Bit Petrol mag ich super, super gerne. Mein Mini-Büro hat auch so diese Farbelemente. Also alles, was Mischung aus Blau und Grün ist, finde ich super. Ich glaube, ich habe jetzt mehr kühle Farben aufgezählt als warme Farben. Deswegen würde ich jetzt auf kühle Farben gehen, wenn ich mich entscheiden müsste. Für Rosalia sind sowieso die kühlen Farben, also passt das. Du erwartest von deinen Freunden, dass sie mich zum Lachen bringen, dass sie ein Vorbild für mich sind oder dass sie mit mir auf einer Wellenlänge sind. Ich würde die Wellenlänge nehmen. Für Rosalia ist es die Antwort, dass sie ein Vorbild für mich sind. Okay, dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Art von Spiel, von Fragebogen, wie auch immer, fand ich im Schulleben immer mega cool. Hätte ich mir im Campusleben auch gewünscht, also mehr gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob nicht mal ein Fragebogen vorkam. Aber ja, das macht das Ganze irgendwie realistischer. Also, dass man wirklich mal einen Test dann auch machen muss. Die Zeit ist vorbei. Legt eure Stifte weg. Sofort. Sie starrte Iris an. Die Ärmste versuchte mit Mühe und Not, das Arbeitsblatt zu beenden. So, Pech für die, die noch nicht fertig sind. Wir haben leider nicht den ganzen Tag Zeit. Gib die Blätter von hinten durch. Ohne weitere Zeit zu verlieren, begann Miss Delaney mit dem eigentlichen Unterricht. Ich hatte Probleme mitzuschreiben. Sie gab uns so viele Informationen auf einmal, dass ich am Ende das Gefühl hatte, mein Kopf würde zerspringen. Ich glaube, da war ich auch nicht die Einzige. Das ist schlecht, würde ich behaupten. Was sollen wir machen? Frage die Mitschüler, wie sie den Chemieunterricht fanden. Okay. Der Test ist echt bescheuert. Da gibt's doch überhaupt keine Logik. Die gibt's bestimmt, aber ich weiß nicht welche. Oder da stimme ich dir zu. Ich habe nichts verstanden. Okay. Oder natürlich gibt es eine. Doch, ich denke schon. Ach ja, welche denn? Du hörst echt nicht zu, oder? Miss Delaney hatte eben alles erklärt. Oder das ist so wie diese Beziehungstests in Zeitschriften. Ja. Du meinst, sie wird versuchen, die bestmöglichen Paare zu bilden? Ja, ich glaube, darum geht's. Aha. Oh. Wieso wusste ich, dass er denkt, die hat nicht alle Latten am Zaun? Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Wir sind doch nicht mehr im Kindergarten. Redest du von der letzten Unterrichtsstunde? Ja, diese Lehrerin hat sie doch nicht mehr alle. Habe ich es nicht gerade gesagt? Beim letzten Mal müssen wir bestimmt in Zweierreihen aufstellen und unseren Händchen halten. Ich stelle mir schon bildlich vor, wie du mit Nathaniel Händchen hältst. Ich glaube, das wäre nicht so gut, das zu sagen. Oder sieht aus, als hättest du Angst vor ihr. Oder ich fände das lustig. Okay, ich fände das lustig. Gib zu, du suchst nur nach der Gelegenheit, mit mir Händchen zu halten. Überhaupt nicht. Süß. Finde ich gut. Alle redeten aufgeregt über den Chemieunterricht. Das war echt stressig. Stressig? Ich würde eher sagen, bekloppt. Ich habe noch nie so einen komischen Test gesehen. Ich habe keine Eigenschaft gefunden, die mich auszeichnet, deshalb habe ich die Frage offen gelassen. Und Woli, wie fandst du den Test? Ja, ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, mit den Experimenten zu beginnen. Das wird sicher lustig. Oder ich war wirklich überrascht von der neuen Lehrerin. Sie könnte ruhig lockerer sein. Oder ich hoffe bloß, dass ich neben jemandem sitzen werde, den ich mag. Ja, durchaus wahr. Oder ich fand die persönlichen Fragen blöd.
Ich hoffe, dass ich neben jemandem sitzen werde, den ich mag. Jemanden wie mir zum Beispiel. Ja, warum nicht? Das wäre sicher lustig. Aber ansonsten kann es ja mit der Lehrerin heiter werden. Ich glaube, das wird ganz schön hart. Miss Delaney scheint ziemlich anspruchsvoll zu sein. Vielleicht haben wir Glück und sie ist ab der nächsten Stunde ein bisschen lockerer. Sobald sie die Schule besser kennt, meine ich. Wir werden sehen. Ich mag diese neue Lehrerin nicht besonders. Wie wahrscheinlich alle. Und mit so einem Test hatte ich wirklich als letztes gerechnet. Was hast du bei der ersten Frage geantwortet? Oder was hast du als Eigenschaft angegeben, die dich am besten beschreibt? Eigenschaft. Mein Einfühlungsvermögen. Oha, in Lachen ausbrecheln, brecheln, ja. Lächeln oder Stirnrunzeln? Stirnrunzeln? Was? Was ist denn los? Nichts, ist es bloß. Ich finde nicht, dass das deine hervorstechendste Eigenschaft ist. Dann meinst du, ist es eine andere? Ja. Das ist nett. Hä, was waren denn die anderen Antwortmöglichkeiten? Das finde ich jetzt irgendwie. Ernsthaftigkeit oder für Humor? Wieso sollte das nett sein? Dass er nicht einfühlsam ist. Hä? Verstehe ich nicht. Schlimmer geht's ja wohl nicht mehr. Diese Lehrerin scheint echt verrückt zu sein und sie redet viel zu schnell. Du redest viel zu schnell. Und dieser Sitzplan, den sie erstellen will, hoffentlich ändert sie ihre Meinung dazu noch. Ich sollte lieber verschwinden. Besser ist, ich gebe zu, ich bin nicht so ganz von Miss Delaneys Strategie überzeugt. Das will schon was heißen, wenn du davon nicht überzeugt bist, Nathaniel. Weil du Angst hast, dass du plötzlich neben jemandem sitzt, den du nicht leiden kannst? Oder du meinst, sie ist eine schlechte Lehrerin? Oder sie macht mir ein bisschen Angst. Macht sie tatsächlich. Mach nicht so ein Gesicht. Sie wirkt auf den ersten Blick wirklich streng, aber ich bin sicher, sie ist gerecht. Wir werden sehen. Ja, das werden wir wohl. Bin ich mal gespannt drauf. Murmelt vor sich hin. Okay. Was ist los? Hast du den Test verhauen? Oder was ist los? Bist du wütend? Oder was ist los? Machst du dir Sorgen darum, wer dein Teampartner wird? Machst du dir Sorgen, wer dein Teampartner wird? Oh nein, ich weiß schon, mit wem ich zusammenarbeiten werde. Hä? Wie kann das denn sein? Das ist doch wohl ganz logisch. Alexi und ich sind Zwillinge. Ein passenderes Paar gibt's ja wohl nicht. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Wir haben Ken getroffen, wir haben Armin getroffen, wir haben Cass und Nathaniel getroffen. Lysander fehlt noch. Lysander, da ist er ja. Hey, hallo, Lysander. Was hältst du von der neuen Lehrerin? Sie ist etwas direkt. Und wie fandst du den Test? Oder... Ja, das kannst du laut sagen. Wie fandst du den Test? Ich fand ihren kleinen Test zum Auftakt auch ziemlich anstrengend. Am Anfang war ich ziemlich nervös, aber dann war es eigentlich ganz lustig. Oder ich bin sicher durchgefallen. Man kann nicht durchfallen, Mann. Oder, oh, ich bin sicher, dass du ihn bestanden hast. Ja, definitiv. Ich glaube, dass ich bei den Wissensfragen einigermaßen richtig geantwortet habe, aber was den Teil zum Charakter angeht, bin ich etwas verwundert. Ich glaube nicht, dass man jemanden anhand von ein paar Fragen beurteilen kann. Kannst du laut sagen, vor allen Dingen, wenn man sich selbst bewerten muss. Durchaus, durchaus. Ja. Wir haben jetzt eigentlich mit allen gesprochen. Müssen wir jetzt wieder zurück? Achso. Ich habe Peggy in den Keller gehen sehen. Okay, und jetzt? Oh, ich werde angerufen. Okay, das könnte jetzt interessant werden, weil ich wahrscheinlich in nächster Zeit öfter angerufen werde.
Mein bester Freund testet gerade sein neues Autoradio und ich kann ihn nicht hören und das ist doof. Naja. Viola. Ich glaube, ihr geht's im Moment nicht so gut. Okay, dann gehen wir das nächste Mal in den Keller und schauen, was mit Peggy los ist. Also sie war ja die letzte Zeit schon nicht mehr so gut drauf. Aber hoffen wir einfach mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Das wäre nicht schön. Auch wenn Peggy manchmal eine Nervensäge ist, aber niemandem sollte es hier schlecht gehen. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao.